Willkommen zur heutigen News for You-Ausgabe. Top-Film-News: Star Wars. Mit dem schwachen Kinostart von Han Solos Vorgeschichte kann Lucasfilm nicht wirklich zufrieden sein. Mit weltweit nur rund 343 Millionen Dollar Kinoeinnahmen nach 4 Wochen Spielzeit bleibt der Film weit hinter den Erwartungen zurück und wird zum ersten Kinoflop der Reihe. Nicht zuletzt auch wegen den eher gemischten Kritiken. Nun kündigt Lucasfilm Konsequenzen an. Wie das US-Magazin Collider erfahren haben möchte, stellt das Filmstudio neue Anthology-Filme erst einmal zurück. Davon betroffen sind die geplanten Spin-Offs über Boba Fett und Obi-Wan Kenobi. What's News? Ninja Turtles. Paramount kündigt einen neuen Kinofilm über die beliebten Ninja Turtles an. Michael Bay bleibt als Produzent erhalten. Auch wenn alles für einen Reboot der Reihe spricht. Quasi ein Reboot des Reboots. Meine Meinung ohne Worte. The Walking Dead. Die Zombie-Serie wird im Herbst mit der 9. Staffel fortgesetzt. Dabei gibt es einige Änderungen, bestätigt die neue Showrunnerin. So gibt es einen Zeitsprung in der Story und einiges mehr. Mal sehen, was uns dann erwartet, oder? Top Gaming News: Red Dead Redemption 2. Findet das Hoffen auf einen PC-Release von Red Dead Redemption 2 ein glückliches Ende? Eine neue Spur deutet zumindest sehr stark darauf hin. Ein Entwickler von Rockstar Leeds, der schon an GTA 5 und L.A. Noire als Programmierer gearbeitet hat, führt eine PC-Version von Red Dead Redemption 2 in sein Profil auf. Auf Nachfrage bei Rockstar Deutschland gab es nur die Antwort, dass man Gerüchte und Spekulationen aus dem Internet grundsätzlich nicht kommentieren möchte. Auch auf anderen Kanälen haben sich weder das Entwicklerstudio noch der Publisher Take-Two zu der Meldung geäußert. Sobald es weitere Entwicklungen in der Sache gibt, erfährst du es natürlich hier. Sports News: Judge Dredd und 2000 Anno Domini. Rebellion belebt die 2000 Anno Domini Marke für Videospiele wieder. Bald erwartet euch also ein neues Spiel um den Anti-Helden Judge Dredd. Das von Rebellion im Jahr 2003 herausgebrachte Judge Dredd Spiel wurde mit gemischten Kritiken aufgenommen. Fans der Comics freuen sich über 15 Jahre später sicher auf eine Fortsetzung der Serie im Videospiel-Universum. Xenonauts 2. Auf Kickstarter ist Goldhawk Interactives UFO-Klon Xenonauts 2 bereits kurz nach dem Start der Crowdfunding-Kampagne ein Erfolg. Wer es ausprobieren möchte, findet auf GOG eine Demo-Version. Top-Technik-News: Samsung Galaxy S10. Wie Samsung neues High-End-Smartphone, das Galaxy S10, genau aussehen wird, weiß vom Hersteller abgesehen bislang niemand so genau. Nicht einmal, ob das Gerät tatsächlich so heißen wird. Steht bislang fest. Doch jetzt ist auf Twitter ein Bild aufgetaucht, das angeblich das Galaxy S10 in voller Größe zeigen soll. Wie Neowen berichtet, stammt das Bild von dem Twitter-Nutzer @universeice, der in der Vergangenheit bereits mit Leaks zu Samsung Smartphones aufgefallen ist, darunter zum Galaxy Note 8. Auf dem Bild ist ein Smartphone mit einem Allscreen-Design zu sehen. Das an den Seiten abgerundete Display erstreckt sich über nahezu die komplette Oberfläche der Vorderseite. Doch wie immer gilt, solche Leaks können auch fake sein. Kurz News: AMD Zen 2 Prozessoren. AMD will Intel Stück für Stück mehr Marktanteile abnehmen und hat bei der für 2019 geplanten Architektur Zen 2 auch aggressive Reaktionen der Konkurrenz eingeplant. So sollen die aktuellen EPYC-Prozessoren mit dem Codenamen Naples nur eine Art Türöffner sein, mit der AMD wieder den Einstieg in den Servermarkt gelingen soll und so auch Vertrauen in die Leistung der eigenen Produkte entstehen lassen soll. Nvidia GeForce GTX 1180. Laut neuen Gerüchten soll Nvidia die Veröffentlichung der GeForce GTX 1180 herauszögern, weil es zu hohe Lagerbestände der aktuellen GeForce-Modelle gibt. Ich würde mal sagen, ganz krass verschätzt. Das war die heutige News for You-Ausgabe. Wie immer wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch dann einen schönen Start in die Woche. Schaltet nächste Woche wieder ein für spannende News und Infos. Ich würde mich freuen, euch zu sehen. Bis dahin bin ich raus. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Ed von edgaming.tv. Bye, bye.